So, meine Damen und Herren, und es geht weiter. Jerome Storm und sein Vater Andreas Storm haben sich ganz schnell die Bänder aufgezogen an Tisch 1 und Björn Brose und Gutstrecker sind einfach dran geblieben. Und dann hat das Halbfinale auch schon hier begonnen. Das erste Halbfinale im Profifeld. 1-0 steht es schon für Björn Brose. Das zweite Halbfinale müsste da Marlin Zielfeld und Björn Krutzki gegen Frank Böckeler und Jörg Posin sein. Also das sind die vier letzten Teams hier, die die ersten Plätze jetzt unter sich ausmachen. Und wir steigen ein hier in das Spiel auf Tisch 1. Habe ich gerade ein bisschen gestutzt und beobachtet, weil Björn Brose jetzt auch schnelle Schüsse macht und dann gucken sich die Spieler immer gegenseitig an und Andreas Storm kennt Björn Brose auch schon und hält ihn hier gut. Nach zwei Schüssen und schickes Ding von ihm, den muss ich mir nochmal in dem Replay anschauen. Aus der Runenposition schiebt er ihn da rein. Also 1:1. Und sein Sohn Jerome Storm da in Blau, den können wir auch mal beobachten. Technisch versierter Spieler, kurzer Schuss hier von Björn Brose zum 2:1. Wie gesagt, Jerome ein Junior, der letzte Woche mit Nico Wohlgemuth in Hannover das Juniorenfeld geholt hat. Und Jerome mit Abrollerposition aus der Mitte versucht ihn hier kurz reinzustupsen links, aber bleibt er dann doch ein bisschen hängen an Knut. Eigentlich keine schlechte Entscheidung. Ja, diese Jugendlichen, die lernen dieses Spiel sehr, sehr schnell. Und technisch können sie dann fast alles und manchmal fast zu viel. Wenn dann noch das Ausdauervermögen und die mentale Stärke da ist, dann wird es ganz, ganz schwer, auch für die alten Hasen. Und wir sind gespannt, wie sich Björn Brose und Knut Strecker hier schlagen und zeigen. Aber Björn Brose setzt hier gleich ein Signal. Jerome verliert den Ball. Aber sein Vater Andreas verhindert das 4:1. Jetzt wieder diese Zierposition, wo er da immer so ein bisschen rumwippt. Und dann kommt wieder echt ein starker Schuss aufs Tor. Björn Brose versucht ihn gleich gerade da durchzudrücken, hat ihn kurz auf seiner Stürmerreihe. Und wie wir gerade erfahren, steht der erste Finalteilnehmer im Profifeld hier bei den Kicks Open fest. Björn Krutzki und Marlin Zielfeld, die wir vorhin hier gesehen haben bei dem sehr unterhaltsamen Spiel, haben Frank Böckel und Jörg Posin geschlagen. Also, Marlin Zielfeld wieder ganz stark zurzeit, steht hier wieder im Finale bei den Kicks Open und Björn Brose hat den Ball jetzt vorne und zieht lang und der Ball müsste drin gewesen sein. Oh, das sehen wir leider nicht im Replay. Und die Spieler einigen sich schnell auf Wiederholung. Vom Geräusche war er drin, aber der ist jetzt auf jeden Fall drin. 4:1, schräge Kurbel. Auch eine Option von diesem Langsystem. Von dieser Auflage lang. Und Jerome hier, starker Bandenpass. Und diesmal hämmert er ihn dann rechts rein, wechselt da ein bisschen rum und schießt relativ schnell nach 4 Sekunden. 4:2, Anschlusstreffer. Also flottes Spiel hier. Und das sind auch Spieler, die schnell mit dem Ball umgehen können. Aber Björn Brose macht hier kurzen Prozess, wieder rechts lang. Und der erste Satz geht relativ schnell. An Björn Brose, Knut Streicher, die jetzt sicherlich, nachdem Mohamed und George da ausgeschieden sind gegen Frank Böckeler, fast die Top-Favoriten sind, aber ich bin gespannt, denn sollten sie das Finale erreichen, wartet da ein sehr, sehr gut aufgelegter Björn Krutzki und ein starker Marlin Zielfeld.
auf sie im Finale. Also hier jetzt das zweite Halbfinale. Jerome bleibt hier 3-4 Mal hängen in der Mitte, kappt den Ball aber wieder im Rebound. Jetzt schöner, starker Bandenpass, Pass ins Feld. Kurze Unterbrechung, noch dann geht's weiter. Wandert hier wieder viel von der Abrollerposition. Versucht hier wieder rechts zu gehen, aber da ist Knut da. Jerome kann den Ball auf der 5 festhalten. Starker Bandenpass jetzt wieder und wandert wieder hier hin und her und findet diesmal die rechte Lücke weg. Also er bleibt hier bei seinem Rechtsschuss und der ist mächtig, das muss man schon sagen. Aus der Bewegung. Das ist auch alte Schule, alte Abrollerschule. Nicht einfach zu lernen, aber wenn man die beherrscht, vor allem in beide Richtungen alle Längen, dann kann es auf diesem Soccertisch schon sehr unangenehm werden für die Gegner. Und das Duo Sturm führen hier 1-0 im zweiten Satz. Und starker Linksschuss jetzt hier von Jerome, 2-0. Also das ist auf jeden Fall eine Gegenwehr und eine Antwort jetzt im Vergleich zu der Partie davor, wo Robby und Dennis nie so Druck aufbauen konnten wie die beiden jetzt, Andreas und Jerome, wobei Björn Brose jetzt sicher zurückkommt, der Anschlusstreffer 2-1 und Block auf der 5 auf die 3 und jetzt wichtiger Schuss für Björn Brose, versucht hier wieder kurz abzureißen, wird geblockt, zweite Chance. Jetzt lang, verschießt und dritte Chance. Immer der gleiche Schussrhythmus und vierte Chance. Diesmal der lange. Schnelle Granate, 2-2. Also wieder egalisiert hier im zweiten Satz. Jerome hat ihn wieder im Sturm. Kurbelt, bisschen glücklich und die Führung 3-2. Also sehr, sehr flotte Partie hier. Nicht mal 8 Minuten gespielt und wir sind schon mitten im dritten Satz. 3-2 Führung für Jerome und Andreas Sturm. Der Lange ist auf und Björn Brose sieht das und ist dann auch schneller als sein Gegenüber Andreas. Jerome jetzt hier starkes Mittelfeld, kommt da immer wieder gut durch gegen Björn Brose, lässt jetzt viel Zeit, wandert da viel hin und her und nimmt das Timeout. Gutes Timeout hier bei diesem wichtigen Schuss, 3-3. Also, Jerome und Andreas als einzig auswärtiges Team hier im Halbfinale der ersten Kicks Open 2013. Bringt den Ball wieder ins Spiel und wartet wieder lange. Versucht wieder rechts zu gehen, aber da ist Knut Strecker jetzt da. Und es scheint, dass Knut jetzt bisschen versteht, was Jerome davor hat. Björn Brose kann den Ball im Mittelfeld fangen. Beruhigt das Spiel, ruhiger Bandenpass auf seine Sturmreihe. Und müsste wieder über lang gehen. Da ist immer eine Lücke. Und irgendwie ist dann Andreas doch dran. Beziehungsweise der Ball geht gegen den Pfosten, aber er hält ihn auf jeden Fall und bringt den Ball wieder ins Spiel. Es bleibt beim 3-3. Also spannende Phase jetzt hier. In Satz 2 im Halbfinale. Profifeld. Antisch 1 im Kicks.
in Hamburg. Bisschen glücklich hier, jetzt die Führung für Jerome. Kurbelt da den Ball rein, trifft zwar Knutsmännchen, aber Ball hüpft rein. Starker Bandenpass von Björn Brose. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Lang ist da immer offen. Und diesmal entscheidet er sich für das Außenmännchen. Gute Entscheidung, da zuckt Andreas weg. Und jetzt regt sich Björn Brose ein bisschen auf, dass Jerome da durchkommt. Aber er dürfte es gelassen nehmen. Ich schätze mal, er nimmt wieder einen Timeout, ja. Nicht schlecht. Gute Performance hier von Jerome Storm in diesem zweiten Satz. Ein paar Mal das Männchen getroffen, aber... Prozent in diesem zweiten Satz und auch gute Timeouts. Pustet sich hier nochmal in die Hände. Und Knut ist auch hochkonzentriert hier. Ball wieder ins Spiel, Time in. Ah, da ist die rechte Lücke doch auf. Aber kommt da nicht ganz rum um die Figur von Knut. Und Björn Brose kann den Ball behaupten, kann ihn nach vorne passen. Und jetzt ist es an Björn, hier den zweiten Satz auch für sich und Knut zu entscheiden. Ja, gewohnte Haltetechnik von Andreas. Versucht wieder das Außenmännchen. Wird geblockt. Zweite Chance. Lang ist eigentlich immer auf. Und er geht auch über die lange Option. 5-4 im zweiten Satz. War dann doch ein bisschen knapp. Da Jerome sehr, sehr gut gespielt hat. Den letzten Schuss hat er verschossen. Sonst wäre der Satz dann völlig verdient an Jerome und Andreas gegeben. Aber Björn Brose ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern und hat hier... genauso gut mitgespielt. Also sehr knappe Kiste dieser Satz. Aber die 2-0-Führung für Knut und Björn Brose. Und die Partie geht munter weiter. Jetzt haben sie ein bisschen länger gebraucht für diesen zweiten Satz. Aber es sind gerade mal 13 Minuten gespielt. Jerome, schneller Schussversuch hier. Aber Knut ist da. So, jetzt hat Brose, Björn Brose da auch ein paar Trickshots versucht, aber die sind nicht erfolgreich und dann geht er wieder auf sein bewährtes System zurück. 0-0 noch hier im dritten Satz. Bin gespannt, ob sich Jerome und Andreas hier nochmal zurückbeißen können. Wäre natürlich schön für die beiden, schön für den jungen Spieler Jerome Storm und ein Mittelfeldschuss. Einfach mal so. Und wenn der dann funktioniert, ist das natürlich noch schöner. 1-0 Führung. Philipp, der hier neben mir sitzt, meinte auch gerade, da ist jetzt vielleicht so ein bisschen die Luft raus. Beziehungsweise Jerome schießt hier nach einer Sekunde, wenn er jetzt den Ball hat. Andreas könnte hier nochmal
einen Punkt setzen. Kommt zweimal raus mit seiner Schiebeoption. Aber auch kein Torerfolg jetzt in dieser Phase. Rose versucht jetzt hier ein bisschen spielerisch Tore zu schießen. Jetzt bin ich gespannt auf Jerome. Kann er sich hier nochmal konzentrieren, denn auf Knut kann man nicht einfach so schießen. Da muss man schon die volle Konzentration mitbringen. Und wird hier wieder gehalten. Also Knut ist jetzt auch im Spiel. Nach dieser kleinen Hochphase von Jerome, wo er sehr, sehr gut gespielt hat im zweiten Satz, sieht es jetzt wieder sehr, sehr schwer aus für die beiden links am Tisch an den grünen Puppen. Und Björn Brose mit der Kurbel. 2:0 im dritten Satz. 2:0 in Sätzen. Also, meine lieben Zuschauer, ich denke, Sie dürfen sich schon freuen auf ein Finale an Tisch 1. Auf jeden Fall mit Björn Krutzki und Marlin Siefeld. Und so wie es hier jetzt aussieht, gegen Björn Brose und Knut Strecker. Björn Brose macht kurzen Prozess. Backpin drückt er den Ball da oben kurz rein. 3:0. Jetzt wird ein bisschen geblänkelt. Der nächste Ball fährt rein. 4:0. Und Jerome ist jetzt auch ein bisschen raus. Kann den Ball dann nicht mehr fangen auf der 3. Also noch ein Ball und dann würden wir hier um 11 Uhr, um 23 Uhr schätzungsweise dann zum letzten Spiel an diesem langen Challenger-Tag kommen. Und genau, da ist die lange Keule. 5:0 im dritten Satz, das ging dann doch relativ schnell nach diesem knappen zweiten Satz, wo Jerome bewiesen hat, dass er, dass mit ihm zu rechnen ist. Technisch kann er die Schüsse. Jetzt noch ein bisschen mehr Durchhaltevermögen auf so eine lange Distanz. Mal sehen, wie sich dieser Spiel entwickelt. Auf jeden Fall ein super Ergebnis hier, unter die ersten 4 zu kommen. Und wie ich sehe, wird vielleicht auch ein Spiel um Platz 3 gespielt. Also dann haben die beiden auch noch ein Spiel. Werden wir gleich hören. Wir sehen uns und hören uns gleich wieder. Bis gleich.